Hallo, liebes Fazoro-Kind. Schön, dass du da bist. Ich bin Selina und ich möchte dich heute mit auf eine kleine Reise nehmen. Suche dir dafür einen ruhigen Platz, an dem es leise ist und du nicht gestört wirst. Du kannst dich zum Beispiel auf dein Bett, eine Couch oder einfach auf einen Teppich legen. Leg dich ganz bequem hin. Vielleicht möchtest du dich auch zudecken, dann nimm dir gerne eine Decke. Nun streck dich einmal und mach deinen Körper ganz lang. Und dann lass deine Arme und Beine auf deine Unterlage sinken. Und jetzt kannst du einmal ganz ruhig einatmen und einmal wieder ausatmen. Und gleich nochmal einatmen und mit einem Seufzer wieder ausatmen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt deine Augen schließen. Möchtest du noch etwas verändern, dann kannst du das jetzt gerne machen. Ansonsten bleib einfach so hier liegen, wie du es jetzt gerade tust. Leg deine Hände vorsichtig auf deinen Bauch und atme ein letztes Mal tief in deinen Bauch hinein. Und spüre, wie dein Bauch sich wie ein großer Luftballon aufbläst. Und atme langsam wieder aus. Sehr gut. Fühle, wie dein Körper auf der Unterlage liegt und sich in sie hineindrückt. Während du hier liegst, wird dein Körper immer schwerer. Und schwerer. Deine Beine sind schwer. Deine Arme werden schwer. Und der Rest deines Körpers auch. Wie ein Stein, der ins Meer geworfen wird und immer weiter und weiter zu Boden sinkt. Nun stell dir vor, dass du auf einem Waldweg läufst. Das kann ein Weg sein, den du schon kennst, oder auch ein ganz neuer, den es nur in deiner Fantasie gibt. Die Sonne scheint und du wirst von den warmen Sonnenstrahlen angestrahlt. Der Himmel ist strahlend blau. Vielleicht kannst du das Gras am Wegesrand riechen oder den wunderbaren Duft der Blumen. Du läufst weiter und spürst die Erde unter deinen Füßen. Über dir ziehen Wolken. Sie sind dick und aufgeplustert. Große weiße Schafe, die im Himmel schweben. Ein kleiner roter Vogel fliegt vorbei und du kannst hören, wie er zwitschert. Du fühlst den warmen Wind auf deiner Haut und durch deine Haare streichen. Der Wind zieht auch durch die großen, mächtigen Bäume, sodass die Blätter in den Bäumen ganz doll rauschen. Fast hört es sich so an, als würden die Bäume singen. Auf einmal hörst du die Bäume flüstern. Sie rufen dir etwas zu. Du sollst zu ihnen kommen.
Du läufst weiter und möchtest wissen, was die Bäume dir zeigen wollen. Und plötzlich taucht vor dir eine große Tür auf, die genau in deiner Lieblingsfarbe angemalt ist. Auf der Tür steht sogar dein Name drauf. Versuch mal, die Tür zu öffnen. Das geht ganz leicht. Was kannst du hinter der Türe sehen? Geht der Wald hier vielleicht einfach weiter? Oder vielleicht befinden sich hinter dem Tor die Berge oder ein langer Strand? Vielleicht ist hier aber auch ein gemütlicher Raum hinter versteckt. Das darfst du dir selbst aussuchen. Das, was sich hinter der Tür für dich versteckt hat, ist dein Kraftort. An diesem Ort kannst du immer kommen, wenn du neue Kraft brauchst und dich ganz entspannen möchtest. Wie sieht es an deinem Kraftort aus? Das darfst du ganz selbst entscheiden. Hier in deiner Fantasie, an deinem Kraftort, ist alles möglich. Welche Farben kannst du sehen? Vielleicht kannst du etwas hören. Vielleicht eine Musik. Vielleicht ist es aber auch ganz ruhig. Kannst du an deinem Kraftort etwas anfassen? Wie fühlt es sich an? Versuch dir vorzustellen, wie deine Hand etwas an deinem Kraftort berührt. Vielleicht hat dein Kraftort auch einen ganz besonderen Geruch, den du besonders gerne magst. Du darfst hier an deinem Kraftort alle Menschen, aber auch Tiere, einladen, die du dort gerne haben möchtest. Wer ist mit dir an deinem Kraftort? Vielleicht möchtest du hier aber auch ganz alleine sein. Das ist auch okay. Dieser Ort ist nur für dich. Hier kannst du dich entspannen und du musst nichts tun. Ich lasse dich kurz an deinem Kraftort alleine und du kannst machen, was du möchtest. Du kannst spielen, umherlaufen oder vielleicht auch fliegen. Das entscheidest du. Es ist deine Fantasie. Hier ist alles möglich. Nun darfst du dir, wenn du möchtest, einmal vorstellen, wie du an deinem Kraftort neue Kraft einatmest. Die Kraft kann eine Farbe haben, vielleicht deine Lieblingsfarbe. Sie strömt in deinen ganzen Körper, wenn du einatmest und gibt dir so viel Kraft, wie du gerade brauchst. Sie fließt bis in deine Fingerspitzen und Zehen, bis du ganz mit Kraft aufgefüllt bist. Atme deine neue Kraft ein. Sehr schön. Wenn du nun genug Kraft eingeatmet hast und bereit bist, kannst du dich langsam von deinem Kraftort verabschieden. Du weißt aber, dass du immer zu deinem Kraftort zurückkehren kannst, wenn du möchtest. Er ist immer für dich da und wartet hier auf dich. Dein Kraftort kann dir niemand nehmen.
denn er gehört dir ganz allein. Nun mache dich langsam auf den Rückweg, geh zur Tür mit deiner Lieblingsfarbe und verschließe sie hinter dir. Dann geh zurück auf den Waldweg und lauf ihn entlang. Spüre ein letztes Mal, wie warm die Sonne auf deiner Haut ist. Und dann komm langsam zurück in das Zimmer, in dem du gerade bist. Beweg deine Zehen und deine Finger. Beweg deine Hände und Beine langsam hin und her. Und streck dich einmal lang wie eine Katze. Und wenn du möchtest, kannst du nun vorsichtig deine Augen aufmachen. Schau dich einmal um. Willkommen zurück. Das hast du ganz toll gemacht. Danke, dass du mit mir auf eine kleine Reise gegangen bist. Bis zum nächsten Mal.